Jo, also, ich habe das Streamen auf Twitch für heute eingestellt, weil das Spiel mich jetzt schon wieder nur noch verarscht. Ich komme mit dem Leopard auf Himmelsdorf raus, mach 3.500 Schaden. Was macht der Waffenträger? Null. Was macht der E50er? Null. 10er TD Autoloader? Null. Was macht die Maus auf Himmelsdorf? Ja, Schaden abgewehrt hat er, aber halt unter 1000 Damage. Und der hier genauso, Alter. Unter 1000 Damage, unter 700 sogar. Ja, meine ganzen TDs und Heavies haben mal wieder komplett das Spiel vermasselt. Aber das ist ja jetzt nicht alles. Jetzt pass mal auf. Das war jetzt die letzte Runde, die mir den Rest gegeben hat, ne? Leopard auf Himmelsdorf. Und jetzt guck mal hier. Ja. Austernbucht mit der Batchet verloren. Austernbucht hat auch nur zwei Schlachtergassen, rechts und links. In der Mitte kannst du ja nichts machen. Warum? Weil in der Mitte offenes Geländer ist, ne? Hier auf Paris gewiesen, die Runde davor auch nur ein Unentschieden rausgeholt. Ja, auch wieder Stadtmap. Ja. Und die Runde davor, lustigerweise, ja, wo bin ich da rausgekommen? Hier war ja Paris, ne? Also nur Niederlagen, ne? Guck mal hier. Und mit der Batchet hier auf Himmelsdorf. Ich hatte innerhalb von 20 Minuten oder von 30 Minuten höchstens zweimal Himmelsdorf und einmal Paris. Jeweils mit dem Leopard und mit Batchet. Und jeweils immer mit diesen Teams, die überhaupt keinen Damage machen, ne? So, also irgendwann habe ich das. Ne? Also das Spiel macht einfach keinen Bock mehr, ganz ehrlich. Hier, guck dir das mal an. 30% Winrate. 22 Gefechte, gerade mal 7 Siege. Und nur Leute, die keinen Damage machen und nur Stadtmaps mit meinen Mediums. Also, ich hatte einfach keinen Nerv mehr und habe das auf Twitch streamen für heute eingestellt. Auf jeden Fall Gratulation an Wargaming für mal wieder ein kaputtes Update, was das Spiel noch ein Stück schlechter macht. Ja, hier immer noch Bugs ohne Ende. Das Spiel ist hier verbuggt ohne Ende. Also wie kann man 13, 14 Jahre ein Spiel so schlecht kaputt programmieren? Anstatt dass es besser wird, wird es irgendwie Stück für Stück schlechter. Nichts funktioniert hier. Nur Fehlermeldung. Guck mal hier. Achtung, Achtung. Ja, Achtung, Achtung. Willst du irgendwo rein? Fehlermeldung. Ja, so viel mal dazu. So, Freunde. Ja, ich habe leider den 12. Jahrestag meines Accounts verpasst, weil ich auf der FIBO unterwegs war, auf der Fitnessmesse in Köln. Hier unten links kann man es lesen, ne? Kontoerstellung 11. April 2012. Ja, das heißt, ich spiele dieses Spiel exakt seit einem Jahr und 4, 5 Tagen so in etwa, ne? Jetzt würde man denken, okay, 12 Jahre ist ja schon viel, aber eines wissen viele Leute nicht. Ich habe vor Jahren mal ein Video drüber gemacht. Wir fangen mal an, eine Runde zu spielen und fangen mit einer Scout-Runde an. Warum, werde ich euch jetzt gleich erklären. Ja, nehmen wir mal als Beispiel einen T92er. Also, ich spiele schon viel länger als 12 Jahre dieses Spiel. Ich war ein Videospieltester ungefähr ein Jahr lang. Und den allerersten Account, ne, den ich gespielt habe, das war ein Firmen-Account von dieser Firma, die von Wargaming beauftragt wurde, die Bugs zu testen in diesem Spiel. Und zwar war das vor 12,5, 13 Jahren oder wann auch immer diese Firma damit angefangen hat, hier die Bugs zu testen und dann an Wargaming weiterzugeben. War das so, dass du zum Beispiel hier über die offene Fläche gefahren bist oder hier auf der anderen Seite der Map, ist ja egal. Als Beispiel, dann bist du hier zum Beispiel über diese Kante gefahren und auf einmal ist dein Panzer in den Boden reingeflogen oder in die Luft hochgeflogen. Ja, das waren zum Beispiel, das war jetzt ein Bug, das ist jetzt nicht alles, aber das war ein Bug. Oder du bist zum Beispiel hier in diese Konstruktion reingefahren und bist drin stecken geblieben, konntest nicht mehr rausfahren. Ganz am Anfang hatte das Spiel natürlich viel größere Fehler als ihr jetzt aktuell. Hier gibt es ja immer noch Bugs, ne? Darf man ja nicht vergessen. Was will ich euch damit sagen? Ich hatte diesen Account dann irgendwann. Ich habe mir extra übrigens
damals einen neuen PC geholt mit einem Intel Core i7 Prozessor, glaube ich, war das. Oder habe ich den Prozessor später dazu geholt? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich 2012 auf meinem Hauptkanal ein Video hochgeladen. Damals war ich viel, viel mehr. Ich hatte damals übrigens diesen Gaming-Kanal nicht, sondern ich hatte nur den Hauptsportkanal, den ihr in der Videobeschreibung findet. Der Name des YouTube-Kanals war und ist immer noch Akko the Persian Killer. Das heißt, ich hatte noch gar keinen Let's Play-Kanal wie hier. Den habe ich erst 2016 oder so irgendwie erstellt, 2015, 16 irgendwie so. Oder Ende 2016, weiß ich nicht mehr genau. Was will ich euch damit sagen? Das heißt, ja, dieser Account hier, dieser WoT World of Tanks Account ist jetzt über 12 Jahre alt, aber in Wirklichkeit spiele ich das Spiel seit 12,5 Jahren. Und dieser andere Kanal, sage ich schon, Account, WoT Account. Ja, was soll ich euch sagen? Da, weil ich gar keine Ahnung hatte, da bin ich einfach irgendwo, sogar mit Artis bin ich an die Front gefahren, weil ich konnte damals nicht unterscheiden, was ist eine Arti, was ist ein normaler Panzer. Ich hatte mit diesem Spiel nichts zu tun, ne? Ja, das war wieder typisch, Alter. Auf dieser Map kannst du auch natürlich nicht auf offener, das ist ja nur noch offene Fläche hier, ne? Eine absolute Fehlkonstruktion, diese Map. Guck mal, du kannst dich nirgendwo verstecken. Wer soll denn bitte auf der Map irgendwo hinfahren? Kassierst du natürlich sofort einen Treffer, ne? So, was will ich euch sagen? Ich habe mir dann irgendwann extra einen PC gekauft, weil der andere PC ein bisschen zu schwach war. Hab mir extra ein, weil ich habe ja auf der Arbeit so gesehen als Videospieltester dieses Spiel gespielt. Am Anfang habe ich gar nichts gerafft. Ne, nehmen wir mal an, ich hätte eine Arti gefahren. Ich bin einfach damals mit der Arti, ich wusste nicht, was ist eine Arti oder nicht oder so. Ich dachte, das sind so irgendwelche komischen Panzer. Bin dann wahrscheinlich mit denen hier über offene Fläche oder auf irgendwelchen Maps und dann an die Front bin sofort weggestorben und habe versucht, mit der Arti im Nahkampf zu kämpfen. Ne, so hat das halt mit mir und World of Tanks angefangen. Ja, das heißt, ich spiele im Prinzip dieses Spiel seit 12,5 Jahren. Also, ne, also so fast seit es das Spiel überhaupt gibt. Und Moment mal ganz kurz. Ja, endlich ist der Scout weg. Ja, es lohnt sich auch auf der Map überhaupt nicht zu spotten, weil die Leute sind dann hier hinterm Hügel oder hier hinterm Bunker oder da hinten oder so und da kommt eh keiner dran. Und die zwei Artis schießen wahrscheinlich mal wieder in die Stadt rein, anstatt hier auf die offene Fläche. Wie ich mir schon denken kann. So, das mal zu der Vorgeschichte und meiner 12,5 Jahre WoT. Ja. Und weil ich dieses Spiel schon seit Ewigkeiten spiele und eigentlich das Spiel vom Spielprinzip her ein gutes, schönes Spiel ist, weil solche Spiele wie World of Tanks mit diesen, wie soll man sagen, Aufmachung gibt es zwar ein paar andere, aber sind schlechte Kopien, ne, würde ich sagen. Ja, und dieses Spiel war wirklich, weiß ich nicht, es gab bessere Maps vor ein paar Jahren. Ja, so Maps wie Verstecktes Dorf. Oder eines meiner Lieblingsmaps, Drachenkamm. Ja, also angefangen bei den Maps, die Maps, die gut waren, die ein bisschen, ja, die Möglichkeiten geboten haben, auch mal dem Gegner so ein bisschen zumindest auszuweichen. Ja, die hatten viel mehr Bäume, Büsche und Verstecke, da konnte man auch mal vorwärts fahren, ohne sofort, ne, irgendwie im Kugelhagel wegzusterben und so, ne? Die wurden leider halt rausgenommen. Stattdessen haben wir solche Maps bekommen, ne? Also wie man sieht. Ey, also was soll ich denn mit so viel offener Fläche anfangen? Ey, also wirklich, dass da kein Mitarbeiter von Wargaming drauf kommt, dass das ein Nonsens ist. Ja, das Einzige, was ich als Scout hier machen kann, ohne dass ich sofort sterbe, ist hier hinter dem Bunker zu schlafen. Also mehr ist doch jetzt für mich nicht drin.
Ja, der sitzt da in diesen Büschen, ne? Ja, deswegen gehe ich auch die ganze Zeit auf. Der sitzt hier in diesen Büschen. Na, also das heißt, hier linke Seite ist für mich tabu, ne? Ich muss halt hier ewig und 5 Tage hinterm Bunker sitzen und schlafen. Ansonsten würden meine Artis wegplatzen, wenn ich jetzt wegfahre. Eigentlich müsste ich zurück und Base steffen, weil die das da irgendwie nicht hinkriegen. Ah, was soll ich hier sagen? Also diese Maps, ne, sind wirklich eine Katastrophe, ne? Wirklich eine massive Katastrophe, diese Maps. Ja. Ich versuche irgendwie die Artis vom Gegner rauszuholen. Ach du grüne Neune, Alter. Ja. Ja, und schon bin ich im Kreuzfeuer des Todes, Alter. Ja. Du hast absolut keine Möglichkeit, auf dieser Map auch nur 5 Meter vorwärts zu fahren, ne? Ja, nee, ich brauche keine Kamera. Ich weiß, warum ich tot bin. Ja, diese nutzlose Kamera, ne, ganz ehrlich. Haben sie wieder irgendwas eingeführt, was niemanden was bringt? Dass ich da im Kreuzfeuer gestorben bin und von wem ich getroffen wurde, das weiß ich auch so, ohne Kamera. Ja, und natürlich waren meine beiden Artis nirgendwo eingeaimt, ne? Ich habe jetzt schon wieder minutenlang gespottet, komplett für den Arsch. Ne, das kommt natürlich oben drauf, ne? Ist klar. Und wir haben wieder Basecamper ohne Ende. Ich habe hier keine Hilfe, nichts. Artis, die nicht eingeaimt sind, ne? Alle TDs sind natürlich wieder Citycampen da drüben. Ich war wieder mal alleine, hatte keine Chance, irgendwie irgendeine Art Hilfe zu bekommen. Ne? Beide Artis nicht eingeaimt, alle TDs nicht eingeaimt. Ja, Frustration, wenn du Scout fährst, ne? Aber das sind die Scouts, okay? Wir gehen jetzt mal rüber zu den Heavies. Ja, wir gehen mal rüber zu den Heavies. Heavies kannst du natürlich auch nicht fahren, ne? Du brauchst ja, egal was du für einen Panzer fährst, brauchst du ja ein vernünftig eingeaimtes Team, und ein vernünftig mitspielendes Team, ne? Und hast du halt heutzutage nicht mehr. Ne? Klar gab es früher auch mal Noobs, aber früher hat es auch sehr viele Leute, die sich mit dem Spiel beschäftigt haben. Jo, jetzt klingelt mein Handy, Moment. Ja, offene Map, zwei Artis, wenn du Heavy fährst. Ganz klare Sache. Ja, was macht man mit einer Maus auf dieser Map? Ja, keinerlei Versteckmöglichkeiten für so eine Maus, ne? Du hast zwei Artis, du hast zwei FVs natürlich, nicht ein FV, sondern direkt zwei. Ja, fährst du vor, kassierst du sofort von den beiden Artis, sofort von Grille und den zwei FVs und dem SDRV. Und ja, die Maps sind natürlich auch viel zu klein, ne? Also 30 10er Panzer auf so einer kleinen Map ist natürlich auch Blödsinn, ne? Weil du fährst 3 Sekunden vorwärts und schon stehst du im Kreuzfeuer, schon kassierst du von allen Seiten. Ja, also dieser Bunker hier ist meine einzige Möglichkeit, auf der Map länger als 5 Minuten zu überleben, ne? Am Strand, dann würde hier die linke Seite fallen, wenn ich am Strand chillen würde. Oder dahin fahren würde am Strand. Ja, das passiert, wenn man auf Overlord auch nur... Ach, doch, guck mal, da haben wir schon wieder 3000, 4000 HP verloren, ne? Habt ihr das gerade gesehen? Ne, sobald du diese Hügel irgendwie erreichst, kassierst du von den zwei FVs und von den zwei Artis, von der Grille und.
Also es gibt ja dann immer Leute, die mal so schön kommentieren, ja, was machst du denn da hinten? Und so, ja, wenn ich vorfahre, bin ich halt nach 10 Sekunden tot wahrscheinlich oder höchstens mal eine halbe Minute oder so, ne? Kannst ja hier nichts veranstalten. Ja, guck mal hier, der fährt schon durch. Ja, es interessiert niemanden, dass da ein Scout durchfährt, wa? Der fährt da einfach easy durch. Na, du musst ja auch gucken, dass deine Artis am Leben bleiben, aber die sind natürlich mal wieder sofort gefährdet. Jetzt haben wir eine Arti weniger als der Gegner. Wunderbar. Auch nicht förderlich für den Sieg. Na, einmal kurz die Mitte nicht aufgepasst, schon fährt ein Scout durch, schon verlierst du eine Arti. Prima Victoria, Alter. Und die Geschwindigkeit, ne, mit der sich die Mediums hier schon wieder wegschmeißen, ne, ist schon wieder phänomenal, ne? Weil diesmal wieder alle eilig haben da mit dem Vorwärtsfahren. Guck mal, die linke Seite, da ist nur noch irgendein Panzer von uns. Alle anderen sind hier in der Mitte schon irgendwie sich am Wegschmeißen, ne? Ja, was meinst du denn, was gleich passiert, wenn hier die Mediums alle weg sind? Dann bin ich als Mausfahrer schon wieder komplett nutzlos. Und die Artis oder die eine Arti, die übrig ist, auch. Ja, die Leute haben es eilig, fahren viel zu schnell vorwärts. Ja, und wer bezahlt dann den Preis? Ja, die langsamen Artis, die nichts dafür können und die langsame Maus natürlich auch, ne, ist klar. Ja, mein Team schmeißt sich massiv in die Mülltonne. FV ist auf. Natürlich gebounced oder an der Kette hängen geblieben oder was. Ja, jetzt holen wir auf. Ich muss natürlich den Spot liefern, wie immer. Mit meiner Maus. Alles, was ich mir wünsche, ist, dass World of Tanks wieder so wird wie 2014, 15. Da war die Welt noch so ein bisschen in Ordnung, Alter, ganz ehrlich. Make World of Tanks great again. Ja, nicht, dass die uns hier wegcappen, ne? Nachher hast du ein gutes Gefecht irgendwie einigermaßen und dann auf einmal stellen sich zwei, drei Leute in den Cap und cappen das Ding durch. Dann lieber vorsichtshalber mal zurückfahren. Alles, was ich mir wünsche, wäre, die Maps müssten alle mal 20 bis 30% größer werden, damit man auch mal mit butterweichen Panzern irgendjemanden mal ausweichen kann und nicht immer frontal auf die Panzer drauf fahren muss.
Dann wünsche ich mir, dass die HE-Munition wieder so wird wie früher, dass man mit dem T49er, mit dem Sheridan und mit dem FV 4005 mal wieder vernünftig ein bisschen Damage machen kann. Ja. Und diese 15 zu 0 Gefechte dürften einfach nicht gewertet werden. Oder 15 zu 3, 15 zu 1, 15 zu 2. Wenn Spiele unter 5 Minuten dauern und man haushoch verliert, dann sollte das ein Non-Contest werden. Dann können wir das so machen, dass das gegnerische Team zwar einen Sieg erringt, aber dass das Team, das verloren hat, keine Niederlage bekommt. Dass zumindest das mal abgefedert wird, weil das ist Unsinn. Ja, wir haben ja die letzten Jahre immer mehr Gefechte, die nach 3 bis 4 Minuten irgendwie mit 15 zu 0, 15 zu 1, 15 zu 2 oder 15 zu 3 beendet werden. Diese Gefechte dürften niemals als Niederlage gewertet werden, weil da offensichtlich das gesamte Team massiv versagt hat und das zieht. Ja, da gibt es ja in jedem Match gibt es 4, 5 Leute, die massiv sich Mühe geben, ja, und auch Damage machen und auch Spot Damage und so, und die dürften nicht drunter leiden, dass das eigene Team halt komplett aus irgendwelchen Noobs besteht, ja. Das müsste mal abgefedert werden, damit das Spiel wieder einen Sinn ergibt. Und der Waffenträger auf E100 muss dringend wieder zurück in den Forschungsbaum. Dringend. Und ja, was soll ich euch sagen? Das war die Mausrunde. Und was spielen wir denn jetzt als letztes? Ach komm. Jagdpanzer E100, ne? Ein Panzer, was komplett abhängig ist vom Team. Dass das Team vernünftig spielt und sich nicht wegschmeißt und man bis zuletzt Hilfe hat. Also mit einem E100 würde ich hier in die Stadt niemals reinfahren, ne? Weil bei 2 Jagdpanzern E100, die schießen dir einfach frontal durch den Turm. Also macht das gar keinen Sinn, mit dem E100 da jetzt in die Stadt so tief reinzufahren, ne? Zumal ich ja angekündigt habe, dass ich hier auf den Hill fahren werde, um ja, die gegnerischen Heavys abzufangen. Und wenn man schlau ist, pusht man sich da nicht in die Stadt, damit die Gegner rausfahren, damit der Jagdpanzer schießen kann, ne? Also eigentlich ist das Ding noch klar. Ja, aber die Kollegen lassen die Gegner nicht rausfahren. Guck mal, hier steht ein STRV, ein Jagdpanzer. Wir würden gerne schießen können, aber können wir nicht. Weil unsere Leute die Gegner nicht rausfahren lassen. Das Prinzip haben die Heavy-Fahrer halt noch nicht verstanden, ne? Wir TDs sind darauf angewiesen, dass der Gegner rausfährt, ne? Das will ich damit sagen, ne? Also Heavy-Fahrer, die dieses Prinzip nicht verstanden haben, haben halt auch dieses Heavy-Fahren nicht verstanden, ne? Weil wenn ich jetzt mit einem turmlosen TD in die Stadt reinfahre, dann kassiere ich halt ohne Ende. Hier oben bin ich sicher. Hier oben kann ich über 20 Sekunden nachladen. Guck mal, was ich für ein Reload habe. Ja, das heißt, unsere Heavy-Fahrer müssten einfach mal schlau genug sein und die Gegner rausfahren lassen, anstatt selber da reinzufahren.
Ja, und dieses einfache Prinzip haben halt 90% oder 95% der Heavy-Fahrer noch nicht verstanden. Ja, da fährst du halt nur ins Kreuzfeuer und kassierst, ne? Was soll ich dir sagen, Brudi? Ja, jetzt bin ich gezwungen, da ins Kreuzfeuer reinzufahren, weil, wie gesagt, die lassen die Gegner nicht vorfahren. Brudi, du kannst da nicht mit deinem Jagdpanzer in die Gegner reinfahren. Lass es doch einfach. Bitte versteht doch einfach mal das Spielprinzip. Ja. Und er fährt da jetzt tatsächlich rein. Na, ich glaube, die Ecke haben wir jetzt eigentlich gesichert. Weil das sind zwei One-Shots, das werden die wohl hinkriegen, hoffentlich. Er ist halt schlecht gespielt von Anfang an. Ne? Unsere Heavies hätten da drüben die Medium-Line pushen müssen. So dass die Gegner hier aus der Halle rausfahren und dann hätte ich mit der Kanone und mit dem STRV hätten wir da alles wegschießen können. Ne? Stattdessen sind die hier reingefahren, haben sich festgefahren. Jetzt stehen die da, kommen weder vorwärts noch rückwärts und wir verlieren die linke Seite. Das heißt, meine Taktik wäre von Anfang an die richtige gewesen. Aber kennst du, hätte, hätte Fahrradkette. Ja. Ja, du kommst hier halt nicht weiter, weil du ins Kreuzfeuer fährst, ne? Ja, wir verlieren ein bisschen so die linke Seite und so. Und die Halle ist nicht besetzt. Und unser Leopard gammelt hier, anstatt mal da drüben der Medium Line zu helfen, ne? Ja, wenn ein Jagdpanzer gezwungen wird, in die Halle reinzufahren oder in irgendwelche Positionen. Obwohl er das eigentlich von Anfang an gar nicht wollte.
Wieso verlassen unsere Leopard 1 da die Position? Wieso geben die das freiwillig auf? Wieso kann man nicht einfach mal vernünftig seine Position halten? Das meinte ich anfangs, ne? Jagdpanzer kannst du halt nicht mehr fahren, weil die Leute ihre Positionen nicht besetzen und nicht halten, ne? Jetzt ist die linke Seite gefallen. Ja, jetzt haben wir halt ein Problem. Wenn die wenigstens hier mal mithelfen würden, ne, die Kollegen. Ja, ich bräuchte jetzt Hilfe vielleicht. Eventuell Fragezeichen, Fragezeichen. Ja. Pilsen Schimmelsen, ne? Man kennt die Map. Freunde, tut mir einen Riesengefallen. Checkt auf jeden Fall mal die Links in der Videobeschreibung. Liked das Video. Abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke. Ja, ich find's gut, dass immer mehr Kommentare kommen und Support kommt. Also vielen Dank für die ganzen Leute, die... Ich lese mir die Kommentare auch fast alle durch. Macht euch keine Sorgen. Also ich ich bin da dankbar für. Lasst mir Kommentare und Meinungen da. Guckt, dass ihr vielleicht die Videos mal ein bisschen teilt. In diversen Formen. Foren, nicht Formen. Damit sich auch mal was tut. Weil ihr seht ja, ich bin einer der wenigen deutschsprachigen Kanäle, die auch mal die Probleme ansprechen. Also unterstützt mich da mal ein bisschen, das wäre super nett. Ja, gucken wir mal, ob ich von den Blindshots vielleicht auch mal ein oder zwei getroffen habe. Nee, also ich habe 2 Kills und das sind genau die 2 Treffer, die ich gelandet habe. Ne? Hätte natürlich viel mehr sein können, wenn man die Gegner mal ein bisschen aus der Stadt rausfahren lassen hätte. Aber hätte, hätte, Fahrradkette, lieben Karl und die Annette. Mittlerweile checke ich auch gar nicht mehr, wie alles funktioniert. Die bringen jede Woche 50 neue Dinge. Also ich komme mittlerweile nicht mehr mit. Was wird da jetzt umgewandelt? Wird das nach oben umgewandelt, nach unten? Was geht denn hier ab? Keine Ahnung, Alter. Ich traue mich auch gar nicht drauf zu drücken. Nachher kommt wieder irgend so ein Mist, was ich gar nicht mehr rückgängig machen kann. Ich habe auch keinen Bock mehr, mich mit dem Spiel zu befassen, weil jede Woche neue Modi, neue Panzer, neue Änderungen. Die Crew wird dauernd verändert. Also ich krieg da nichts mehr mit, Alter. Das ist mir einfach zu viel. Bro, ich wollte doch einfach nur World of Tanks spielen. Kuss geht raus, bis dann. Supportet mal ein bisschen die Videos. Danke. Tschüssikowski.